Ein verlassener Ort im australischen Busch. Da kann man schon mal den Kalender aus den Augen verlieren. Und damit auch Andreas Geburtstag. Ich habe morgens gedacht, okay, irgendwann wird ja mal einer was sagen. Da kam nichts, gegen Mittag kam auch nichts. Und dann habe ich es eigentlich abgeschminkt, da ich dachte, okay, dann schieben wir den Geburtstag mal beiseite. Älter wird man ja von allein. Jesus! Ich glaube, ihr hättet mich vergessen. Dankeschön. Alles Gute. Danke, danke, danke. Ich dachte, ihr habt mich vergessen. Ich glaube, du warst etwas erleichtert. Das hätte mich nicht vergessen. Genau. Reingefallen. Ja. Yeah. Als ihr morgens nichts gesagt habt, dachte ich, das war's. Das ist besser als alles andere. Was? Du hast mich jünger gemacht. Wie? 48. Ich bin heute nicht 48, sondern 49 geworden. Wirklich 49? Ich nehme auch die 48. Warte kurz. Die Jungs haben sich nichts anmerken lassen. Die haben sich schön zurückgehalten den ganzen Tag, als ob nichts wäre. Und haben die ganze Zeit gewusst, dass sie mich an der Nase herumführen. 49, eh? Jetzt bin ich 489. Manchmal wacht man morgens auf und fühlt sich so alt. That's for sure. Happy birthday, mate. Thank you. Happy birthday. Thanks, Matty. Ich wollte Andreas unbedingt was ganz Besonderes schenken. Das ist für dich. Das ist klasse. Das Bild hatte ich schon lange an der Wand. Jetzt kann er sich's im Büro aufhängen. Dann erinnert es ihn an seinen Kumpel Matt. So sehen wir beide in ein paar Jahren aus, oder? Ich sehe heute schon so aus. Klasse Bild, oder? Ja, das Bild hat einfach Charakter, das Bild lebt, das Bild hat einen Ausdruck. Ja, Beauty. Ja, das war special. Auch schon wach? Das sollte doch mein freier Tag sein. Deiner, nicht unserer. So sieht also mein freier Tag in Palmer River aus. War ein schönes Geburtstagsgeschenk. Freier Tag, Detecting, Fun. Viel raus geworden. Wart mal ab. Ja, he's in for a big. Das gibt eine riesen Überraschung und eine Menge Spaß für Tobi und mich. Was ist das? Dein Geschenk? Wir fahren durch die Goldfelder. Ja, vielleicht hätte ich doch besser arbeiten sollen. War die Idee mit dem freien Tag vielleicht nicht die beste? Na schön, vielleicht will ich ja gar keinen freien Tag mehr. That's my seat, is that correct? Yep. Und wer fährt mich? Na, ich? Me, of course. Das habe ich befürchtet. Hast du vielleicht die Hosen voll? Bin nur etwas nervös. Das wird eine ganz entspannte Rundfahrt fürs Geburtstagskind. Das war keine Absicht. Ich bin im Wasser gegen einen Baumstamm gefahren und habe dann aus Versehen Gas gegeben. Klar war das Absicht. Ich glaube, der Geburtstag hat mir sogar fast mehr Spaß gemacht wie dir. Fuck this birthday present, die sind total bescheuert, die zwei. Boah, stinkt das! Ich hab mir schon vorgestellt, dass die irgendeinen Scheiß macht, durch Wasserfahrt und so, aber das ist unbedingt der stinkendste, beschissenste Schlamm hier auf den Goldfeldern sein muss. Der Schlamm stinkt. Viele Leute bezahlen ja viel Geld für eine Schlammpackung, bei mir war es recht günstig. Zum Glück nimmt er ein Bad, er stinkt. Vielen Dank für die Party. Ihr hättet mich an meinem 49. fast umgebracht. Es sollte halt ein unvergesslicher Tag werden. Keine Sorge, den werde ich nie vergessen. Jetzt geht's weiter. Noch scheint die Sonne. Mattis Geburtstag kommt ja auch noch. Ich werde mir was überlegen. Letzte Überraschung war dann die beste. Ein Topspot zum Detekten, damit habe ich gar nicht mehr gerechnet. Sorry. Ich muss mich kurz umziehen. Boah, stinkt das! Gibt's hier gutes Gold? Ich habe hier schon 4 Unzen gefunden.
Irgendwo hier ist die Quelle, wo das Gold aus dem Boden kommt. Hier findet man immer was. Verdammt hohes Gras. Macht es nicht unbedingt einfacher. Es ist immer noch schön warm. Das Zeug hier nervt. Speargrass. Wenn man da durchläuft, lösen sich die Köpfe von den Halmen. Das sind dann lauter kleine Speere, die sich in deine Klamotten oder deine Augen bohren. Oder du atmest sie ein. Noch kein Geburtstagsnugget. Noch nichts. Und bei euch? Wir fahren schon mal zurück und bereiten das Barbecue vor. Genieß deinen freien Tag. Vielleicht findest du ja noch einen Nugget. Die Jungs haben sich auf jeden Fall richtig Gedanken gemacht für heute. Der Erfolg bleibt noch aus, aber ich werde noch eine halbe Stunde reinhauen. Und so wie es sich angehört hat, haben die sogar ein Barbecue geplant. Also, erwartet uns noch eine lustige Abend. Also, wir haben einen schönen Braten vorbereitet. Dazu gibt es dann Steaks. Dann lassen wir den Geburtstag schön ausklingen. Und nach dem ganzen Quatsch, den wir mit ihm gemacht haben, hat er sich das auf jeden Fall verdient. Ein Leben im Busch ohne Barbecue geht gar nicht. Aber dauernd dieser Rauch? But anyway, you get that with having a barbecue. Oh, jeez. Eigentlich wollte ich mir ein Bier holen. Und jetzt spiele ich hier die Straßenlaterne. Ich hol dir was. You were looking after me. Nimm lieber die Lampe. Ich hol mir selbst was zu trinken. Nein, ich mach das schon. Einen richtig guten Cocktail. Bestimmt. Palmer River Cocktail bedeutet, alles was du findest, machst du in ein Glas, rührst es um und gibst deinem besten Freund. Kleines Stück Whisky. Nicht so viel. Dann haben wir einen leckeren Rum. Bisschen Gin. Ja. Die Rache ist süß. Du kochst besser als dein Vater, Tobi. Dafür macht der Vater bessere Trinks. Für dich. Und nochmal danke für die Palmer River Rundfahrt. Immer gern. Enjoy. Wenn ich den getrunken habe, gehe ich auf eine Palmer Rundfahrt. Ist da gerade Rauch rausgekommen? Kein Rauch. Das ist nur das Eis. Ziemlich stark. Nur Zitrone. Der tut dir gut. Viel gegessen, viel getrunken, viel gelacht und viel erzählt. War relativ spät oder ich glaube, man sagt eher schon früh. Ein ganz normaler Geburtstag auf den Goldfeldern. Und der Morgen danach.